Hallo meine Lieben, ich bin's nochmal mit einem kleinen Unboxing. Ja, und erstmal Entschuldigung für die Beleuchtung, aber es ist schon wieder so spät, es ist kurz vor 6 und dieses Paket ist gekommen, das ich bei Amazon bestellt hatte, und es ist mal wieder mit Hermes gekommen und Hermes kommt einfach irrsinnig spät hier. Also ich habe echt den ganzen Nachmittag hier auf dieses verdammte Paket gewartet und ganz ehrlich, ich glaube, ich bestelle nie wieder irgendwas, was mein Hermes geliefert wird, weil ich finde das einfach fürchterlich. Noch dazu, dass der Hermesbote, der hier kommt, sowas von unfreundlich und maulfaul ist. Also, naja. Kann man sich hier stundenlang drüber aufregen, aber was soll's. Aber nichtsdestotrotz, trotz der späten Stunde, naja, was heißt späte Stunde, aber trotz der Dunkelheit draußen und der miserablen Lichtverhältnisse, also ich habe so viel Licht angemacht, wie möglich ist, aber naja, ich glaube, ich brauche irgendwann mal so einen Schein davor oder so. Wie dem auch sei, es ist mal wieder was von Ever After High und an der Größe des Kartons könnt ihr schon sehen, dass es höchstwahrscheinlich nicht einfach nur eine Puppe ist. Und das ist auch vollkommen korrekt. Und heilige Scheiße. So, da bin ich wieder. Dass es nicht einfach nur eine Puppe ist, sondern es ist tatsächlich ein Playset, also ein Spielset. Und so, jetzt bin ich wieder im Bild. Und das ist im Grunde das, ja, erst das dritte Ever After High Spielset, das ich kaufe, nach dem Tea Party und dem Wunderland-Set. Ja, welches ist es denn nun? Es ist das Frühlingsfest Playset oder wie es auf Englisch heißt, Spring Unsprung. Und das Coole dabei ist natürlich, hier ist die Frühlingsfest Lizzy Hearts mit dabei. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja. Ja, ich habe es bei Amazon über den Marketplace gekauft. Hier ist nochmal die Rückseite. Und das hat mich insgesamt mit Versand 32 Euro gekostet, was okay ist. Also ich habe auch woanders geguckt, so eBay natürlich auch und ja. Da war es im Grunde genommen auch nicht günstiger, da war es stellenweise sogar noch viel teurer. Und ja, ich mag die Frühlingsfestpuppen halt sehr und das Spielset wollte ich doch schon dafür haben, auch so ein bisschen als Hintergrund und natürlich auch, weil Lizzy Hearts da mit dabei ist. Hier kann man dieses schon mal so ein bisschen sehen, wie sie aussieht und die kriegt man halt nicht solo. Also ich habe auch mal geguckt, ob es sie irgendwie so alleine oder einzeln gibt, aber gibt es halt nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich drauf und auch auf das Auspacken und davon gibt es dann natürlich auch eine detaillierte Review. Und ja, das war's eigentlich auch schon für das Unboxing. Ich wollte es euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Und deswegen habe ich die Kamera nochmal angeschmissen, obwohl halt, wie gesagt, draußen schon dunkel ist und das Licht dann hier auch nicht so das allerbeste ist. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und ich wollte auch nicht bis morgen warten, dann halt mit dem Auspacken. Deswegen, ja, ich muss mal schauen, ob ich das morgen vielleicht schon hinkriege mit einer Review dazu, weil morgen Vormittag muss ich ein bisschen unterwegs sein. Aber ich schaue einfach mal. Also ich verspreche noch nichts, aber bin sehr happy. Einmal das Frühlingsfest-Spielset von Ever After High mit Frühlingsfest Lizzy Hearts. Und ja, mehr gibt es erstmal nicht dazu zu sagen. Und ja, der Hermes-Versand. Aber naja, Hauptsache es ist angekommen, es ist heil angekommen, aber echt den ganzen Tag hier sitzen, hier warten und nirgendwo hingehen können, weil der eventuell vorbeikommen könnte, ist einfach nervtötend. Also, ich finde das nicht besser. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dass es da ist und ihr könnt euch dann auf eine ausführliche Review freuen. Und ja, bevor ihr mich noch länger in diesem furchtbaren Licht sehen müsst, mache ich einfach mal einen Cut. Und wir sehen uns morgen dann mit neuen Videos. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann.